Kinder, mein Name ist Helge Schneider. Ich bin Komiker, Musiker und Entertainer. Er ist die Nummer 1. Er ließ Michael Jackson und Madonna hinter sich. Ein Mann und seine Musik. Hier ist erst die Musik. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht. Und hier ist der Mann, Helge Schneider. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze. Hof, 12. März 1994. Helge Schneider zu Gast bei Wetten, dass. Er ist oben angekommen. Auf den Titelseiten der Szeneblätter, das Feuilleton liebt den Mann, der Quatsch macht und Musik, den man nicht versteht, über den sich aber gut schreiben lässt. Ein Star zum Anfassen. Doch wer ist dieser Publikumsmagnet Helge Schneider, der uns bis heute nicht nur mehr als 50 Musikalben, sondern auch 12 Bücher, 5 abendfüllende Spielfilme und unzählige Zeichnungen hinterließ? Wer ist dieser Mensch, der sich beinahe täglich hinter neuen Gesichtern versteckt? Selbst in Amerika wird bislang vergeblich eine Antwort auf diese Frage gesucht. Aber immerhin, man kennt ihn. We know Helge Schneider. You know Helge Schneider? Oh, Germany, I love Germany. Paris is great, I love it. Und Kitty Klo, Kitty Klo, Kitty Klo, yeah, that makes me so happy. Helge Schneider finde ich großartig. Und zwar mit den Jahren immer besser. Auch ergreifend, wenn irgendwie der eigene Vater da auf der Bühne steht und vor was weiß ich wie viel, 100 oder 1000 Menschen irgendwie spielt, Musik macht, irgendwie halt sein Ding macht, das ist halt toll. Eine total durchgelebte Figur, die ich in dieser Konsequenz absolut bewundere. Eigentlich ist das ein lieber Junge, der Helge. Ich kann ihm nichts Böses nachsagen. Wie viel Talent hat der liebe Gott diesem Schneider gegeben? Es ist unfassbar. Eigentlich kann ich nur Klavier spielen und Quatsch machen. Es ist der Schneiderismus, ja, oder der Helgismus. Ja. Es ist nämlich einzigartig, also oft kopiert, nie erreicht. Ja. So ist ja keiner, so ist nur einer, so ist nur meiner, mein Helge. Udo, ich habe gehört, du hast Husten gehabt. Ja, ein bisschen Wie ist das denn so, wenn du dann abends im Bett liegst und so hustest? Doch, so. So vorm Einschlafen, meine ich. Nein, nein, lass mal eben. Erkennt dich dann die Nachbarn auch am Husten? Na klar. Ich mach mal eben, pass auf. Ich schlafe mal jetzt ein, ne? Helge ist Helge. Er ist weder ein Narr noch ein Clown, sondern Helge ist ein Auftreter. Das Ruhrtal bei Essen-Kettwig. Im Hintergrund die Ruhrtalbrücke, dahinter Mülheim an der Ruhr, Schneiders Heimatstadt seit 1955. Im Schatten der Iduna Hochhäuser ist Helge unterwegs in seiner Stadt. Heute in seinem Lieblingscabrio, einem Peugeot 403 aus dem Jahre 1959. Helge lässt es gerne langsam angehen. Vor der Stadtrundfahrt erst einmal Frühstück. Hallo. Ich hätte gerne ein Brötchen mit Salami. Gut. Bin ich der Einzige, der sich hier Brötchen schmieren lässt, oder gibt es noch andere Leute? Ach, reichlich. Die ganzen Büros hier und Arztpraxen kommen hier hin. Ach so. Oh, da hör mal, ich habe Geld vergessen. Kann ich gleich noch mal vorbeikommen? Ausnahmsweise mal. Ich schreib's an. Ja, was soll ich dir mitbringen? 1 Euro. Okay. Tschüss. Tschüss. Hier oben rechts gleich, da ist unser Balkon gewesen. Da rechts, da oben. Der linke Balkon. Hallo. Wohnt ihr jetzt da? Ja. Ja? Da habe ich mal gewohnt. Weißt du das? Und ist er schön da? Ja.
Okay, tschüss. Wiescher Weg 62, Mülheim-Heißen. Eine Wohnsiedlung der späten 50er Jahre. Zweiter Stock rechts, 4,5 Zimmer auf 80 Quadratmeter. Das Heim der Familie Schneider. Klein Helge mit einem Jahr. Zusammen mit Schwester Marliese, alle Schneiderkinder. Und hier die ganze Familie, mit Tante Erna ganz rechts. Ach, da sehe ich hier unser altes Auto hier. Super, das war unsere Siedlung früher. Da ist meine kleine Schwester Kerstin. Das ist meine große Schwester im Karnevalskostüm. Anscheinend. Mein Vater hinten mit Detlef-Täschchen. Tante Erna, meine Mutter. Das ist ein Pferd. Ich glaube, wir haben da immer nur so im Wasser rumgestanden, weil wir nicht schwimmen konnten. Da hinten bin ich. Da sieht man mich mal, wie ich laufe. Das war eigentlich alles. Ah ne, da kommt ja noch was. Guck mal, mein Vater. Immer wie aus dem Ei gepellt. Die Wohnung 1995. Helges Kinderzimmer ist heute Esszimmer. Ab 14. Lebensjahr war es ziemlich aus mit ihm. Nicht? Da konnte man ihn überhaupt in nichts mehr einzwängen. Der Helge, der war immer der große Schweiger. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihm, eigentlich so. Aber so im Hinterkopf ist das schon irgendwo drin, so mein großer Bruder. Mit 5 Jahren schaut der große Bruder recht skeptisch in die Zukunft. Zu Recht, denn es wartet der erste Schulgang. Ich meine aber, dass ich schon am ersten Tag, am ersten Schultag in der Ecke stehen musste und mich schämen oder so, weil ich so frech war. Hier rechts, da ist die Schule. Die sieht immer noch genauso aus. Die habe ich sogar mal gebastelt. Ja, hier bin ich aufgewachsen. Hier in dieser Gegend. Das ist die Realschule. Da hat mein Vater mich da hingebracht zum Tor. Und ich bin rein und hinten wieder raus und abgehauen. Und hier war eben das Gymnasium hier rechts. Also er war ja erst auf dem Gymnasium. Da ist er ja gegangen worden, weil er geschwänzt hat. Schlau war der Kerl immer. Es war eine Schulstunde, die relativ langweilig war, weil es sehr ruhig war. Und in dieser ruhigen Phase fing der Helge plötzlich an, ein Trommelsolo auf dieser auf dem Holztisch loszulassen, aber in einer Vehemenz, dass natürlich sofort der Unterricht gestört war. Fazit: Er durfte die Schulstunde verlassen. Mein Bruder war nicht so der Schulgänger, den man sich als Eltern wünscht. Hat es immer schon gerne so betrieben, wie es für ihn wichtig und auch mehr unwichtig war. Also ich war sehr renitent, muss ich sagen. Ich habe damals wirklich gedacht, irgendwie, ich könnte mir alles erlauben. Ne? Ich hatte einen unheimlichen Freiheitsdrang. Und ich war auch lieber spazieren. Ich bin ganz oft weg gewesen. Ja. Und deshalb ist ja Tante Erna mal mit mir zum Psychiater gegangen. Und der hat mir dann praktisch einen Krankenschein geschrieben, rückwirkend für 6 Wochen, plus noch mal 3 Wochen dazu, dass ich also wirklich nicht in die Schule gehen könnte wegen, und das ist ja auch wirklich, das ist ja wirklich auch ein bisschen krankhaft, Wandertrieb. Ne? Ich hatte einen Wandertrieb.